Wir stehen früher auf, sind cooler drauf und kommen aus Sachsen-Anhalt. Jetzt ist die Zeit, ich bin bereit. Klar, es geht um viel, bin ich hier dann schon am Ziel. Was geht schon ab in diesem Land? Hör ich auf, die Leute reden. Harter Weg, keine Chance. Du bist der Boss in deinem Leben. Komm, zeig der Welt, was du kannst, um die Zukunft zu bewegen. Das ist alles hier, das sind wir. Komm, zeig dem Land deinen Verstand. Das ist alles hier, das sind wir. Gib nicht das Ruder aus der Hand, das hier sind wir. Also der Song wurde komponiert von Matthias Schiebeck, ein Komponist hier aus Magdeburg. Das ging los mit einer kleinen Gitarrenidee. So ist es meistens, dass man so ein paar Akkorde hat, die ganz gut funktionieren. Dann habe ich vorher überlegt, welche Dramaturgie sozusagen drinstecken soll in dem Spot und in dem Text. Und was mir eben wirklich wichtig war, ist, dass man nicht versucht, dogmatisch von oben aufgesetzt Leute zu motivieren, sondern dass eben es ganz stark das Moment des Abholens gibt. Es muss in 30 Sekunden funktionieren. Das heißt, man braucht 1, 2, 3 starke Stimmen, vielleicht einen Chor. Es muss eine eingängige Melodie haben und es muss vom Text verständlich sein und natürlich schnell nachsingbar sein. Das hier sind wir, das finde ich deshalb eigentlich ganz gut, weil es so alles zusammengreift. Ja, was dahinter steht, ist eigentlich, dass alles das, was man sozusagen im Land hat und was man gut findet und natürlich auch das, was man weniger gut findet, eigentlich nur das Resultat von dem ist, was man selbst ist. Und das, was man selbst ist, überträgt sich natürlich auch auf alle anderen Leute, die in dem Land sind. Unser Anspruch war, eine moderne Kulisse zu haben. Ne? Viel Glas, viel Stahl, eine moderne Architektur. Und da hat sich dann wirklich innerhalb kürzester Zeit das Fraunhofer-Institut hier in Magdeburg halt bereit erklärt und waren sehr offen dafür. Und all diese Wünsche, die wir hatten mit unserem Drehteam und mit den vielen Leuten, mit denen wir angekommen sind, wurden da halt also mehr als gut befriedigt. Das ist ein schicker ND-Filter, ein ND6, damit wir auf eine schicke Blende 8 kommen. So eine Nacht, Blende 8. Genau. Und beim Fraunhofer war es eben so, dass wir dann diese Treppe hatten. Wir hatten so einen kleinen separaten Gang und wir haben dann da lang unsere Choreografie aufgebaut. An diesen Gegebenheiten. Du springst dann auch bei Komm, zeig dem Land deinen Verstand. Okay. Ja? Okay. Kriegst du hin? So, ja. So Richtung Kamera, so okay. Fast forward. Okay. Ja? Wir wussten ja vorher schon, okay, wir haben so und so viele Leute, die singen müssen. Wussten, okay, wir brauchen irgendwie einen bestimmten Weg, den die Kamera abgehen kann. Und haben dann einfach probiert, ne? Sind mit uns selber da durchgelaufen und geguckt, okay, da könnte einer stehen, da könnte einer lang gehen, die Kamera könnte dann dahin schwenken, jetzt könnte einer von der Treppe runterkommen. Das hier sind die, müssen dann aber auch zum Ende runterkommen. Nee, also wirklich. Das sind jetzt so wirklich Feinheiten. Ich muss mich aus einer Gruppe lösen, zwei Sätze sagen und dann übergeben und dann nochmal in die Mitte springen. Ich war der Treppenrutscher. Ja, hat Spaß gemacht. Alle haben klatscht und brüllen, fast wie der Disco. Wie oft habt ihr das jetzt schon geprobt? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe aufgehört zu zählen, aber schon ziemlich oft. Aber die Gruppe ist ziemlich gut und alle sind locker drauf und da macht es richtig Spaß.
Was für mich ganz toll war, war zu sehen, dass all das, was man in den Wochen davor so hart und kleinlich und detailgenau vorbereitet hat, dann auf einmal in einem Gesamtwerk umgesetzt wurde. Würdest du es nochmal machen? Ja. 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 Wir werden jetzt Lippen damit.